Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video baue ich mir wieder eine Vorrichtung und zwar für das Thema Stifte drechseln. Und ich werde dazu direkt ein paar Worte sagen. Ich werde heute aber auf jeden Fall eine Vorrichtung bauen, damit ihr hier diese Bausätze, wenn ihr die dann fertig gedrechselt habt, dass ihr die dann später zusammenpressen könnt. Und dafür ist dann später diese Vorrichtung. Aber erst was Grundsätzliches. Ein paar werden es bestimmt schon geschrieben haben, jetzt in diesen 2 Sekunden. Ihr braucht keine Vorrichtung, wenn ihr Stifte drechseln möchtet. Speziell, wenn ihr sie später zusammenbauen möchtet, also zusammenpressen möchtet. Ihr habt nämlich eine Drechselbank und daran kann man auch die Stifte später zusammenbauen. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Da drechselt ihr euch einfach hier so 2 Holzklötze und dann habt ihr schon eine Vorrichtung, wo ihr es dann reinlegen, also reinhalten könnt und könnt es zusammenpressen. Aber das hat ein paar Nachteile. Nehmen wir einfach mal an, das hier sind jetzt eure fertig gedrechselten Teile und ihr müsst hier dieses Außenteil noch hier drauf pressen. Einfach mal angenommen. Und ihr legt das dann einfach hinten so frei in eure Drechselbank rein, bringt dann ein bisschen Druck auf und oft passiert es halt, dass das Ganze in diese Richtung hier kippelt. Und das will ich halt mit meiner Vorrichtung hier ein bisschen besser machen, dass das gar nicht erst mehr passieren kann. Das versuche ich heute. Dafür habe ich mir auch hier wieder diesen Kniehebelspanner gekauft. Ich habe im letzten Projekt einen anderen benutzt. Der hier ist ein bisschen größer. Das bedeutet, der hat einfach mehr Verfahrweg. Und hier ist dieser rote Gummigriff drauf. Und den können wir dafür nicht gebrauchen. Denn ich will das Ganze mal langsam zusammenpressen. Und dafür möchte ich einen längeren Hebel haben. Damit ich mehr Kontrolle über das Ganze habe. Ich habe vor kurzem mit meinem Videocutter, mit dem lieben Marius. Sag mal ein Hallo Marius. Mit dem habe ich einen Kameradolly gebaut und da sind auch hier diese Reststücke draus entstanden. Und ich denke, das hier werde ich einfach benutzen für dieses Griffstück. Das Teil ist ungefähr so lang und so lang soll der spätere Griff werden. Ich habe gerade hier ein paar Teile hergestellt und das sind schon die 2 ominösen Teile. Da wird man dann später den Stift reinlegen können und kann das Ganze dann verpressen. Und als erstes werden wir jetzt mal hier hinten dieses Teil festmachen. Ich mache noch einen Streifen Leder drunter, damit das, wenn ich das verpresse, ein bisschen geschützt ist. Wenn ihr wissen möchtet, wo man so Leder herbekommen kann, schaut auch hier wieder mal im Internet. Da gibt es ein paar private Händler, die das Ganze anbieten. Und das hier habe ich tatsächlich auf dem Flohmarkt gekauft. Das ist nämlich von einer, keine Ahnung von welcher Firma das war. Auf jeden Fall hat da so ein Mann immer die Reste von Firmen eingekauft, die halt saugünstig auf dem Flohmarkt verkauft. Da hat dann einen so eine ganze Rolle, ich glaube 10 Euro gekostet. Scharfen Werkzeug kann jeder, ne? Oh, Jesus. Weil ich gerade keinen Sprühkleber finde oder was anderes, was kleben könnte, und ich auch die Dachpappennägel nicht finde, hole ich jetzt einfach normale Stiftnägelchen und hoffe, dass die erstmal eine Zeit lang halten werden. Das ist aber viel zu hart für diese kleinen Scheißhausnägel. Jetzt haben wir hier jetzt mal unsere Führungsschiene. Ich leg mal einen Stift gerade rein. Dieses Teil hier. Und dann können wir das irgendwie hier zusammenpressen. Das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt brauchen wir hier vorne aber noch ein Pressstück, was halt hier auch in diesen diese Einbuchtung hier reinpasst, und das werden wir uns aus diesem Teil jetzt noch ein bisschen ablenken. Und da will ich mal was Witziges probieren, wie wir das dann immer so ein bisschen auf Zug halten. Ich könnte natürlich irgendwie das Teil an dem Hebel festklemmen, aber ich will es hier ein bisschen anders probieren, denn ich habe mir schon vor Ewigkeiten hier diese Gummibänder gekauft und ich werde es heute mal mit Gummibändern probieren. Ich glaube, ich muss mal so klein die Kanonen bauen, der ich dann schießen kann. Seht, ich habe jetzt schon eine Schlaufe drin und die zweite werde ich jetzt auch noch festmachen. Denn jetzt kann dieses Teil hier noch leicht nach oben gehen. Aber es ist immer wieder hier hinten an unserem Drückklotz. Und das ist schon mal ganz cool. Ja,
Jetzt mache ich aber direkt noch eine Kleinigkeit. Hier schraube ich einfach zwei Schrauben rein mal. Und hier werde ich direkt mal zwei, drei Bänder auf Reserve drauf wickeln. Denn wenn ich das Teil hier benutze, werde ich wahrscheinlich keine Ersatzbänder haben. Und aus dem Grund mache ich hier einfach direkt zweimal drüber. Gummis kann man nie genug haben, ne? Das hier ist die Stiftevorrichtung und ich habe die jetzt auch schon ein paar Mal benutzt, wie ihr anhand von diesen Stiften hier erkennen könnt. Ich will euch aber kurz noch hier diese Pemblings zeigen. Also ich muss sagen, so cool wie sie aussehen, so schwer sind sie auch zu machen, denn das Problem bei denen ist, dass die halt schnell brechen. Das seht ihr hier, da braucht ihr einen richtig, richtig guten Bohrer, den ich nicht habe. Und da fängt es schon an. Also ihr braucht wirklich einen guten Bohrer, wenn ihr diese Pemblings bearbeiten möchtet. Und tatsächlich habe ich auch mal mit Wendeschneidplatten gearbeitet. Ich habe mir überlegt, für manche Dinge sind sie halt gut und speziell halt für solch komisches Zeugs, ja, kann man halt nicht so gut mit normalen Drechseleisen bearbeiten. Genug herumgeschwafelt, jetzt zeige ich euch aber mal die Stiftepressvorrichtung in Aktion. So, also hier hinten habe ich meine ganzen Halbzeuge, mit denen werde ich jetzt diese Stifte hier fertig machen. Das ist eigentlich relativ einfach. Als erstes kommt hier so eine Plastikkappe rein. Die passt hier ziemlich genau rein. Machen wir hier jetzt mal den dunklen. Ich werde aber noch ein eigenes Video machen, in dem ich dann zeige, wie man die baut. Ich muss jetzt dieses Teil hier einfach reinlegen. Und kann es verpressen. Das werde ich also als erstes mit den ganzen Teilen machen. Also was bedeutet das? Ich werde jetzt als erstes die ganzen kurzen Stücke zusammenpressen. Da muss ich meine Vorrichtung hier nicht so oft ein bisschen umbauen. Einfach ein relativ einfacher Grund. Ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mit solchen Acrylpenblanks gearbeitet habt. Das ist echt ganz spaßig, wie die dann am Schluss immer ausschauen. Wenn das Video hier online ist, müssten auch hier diese neuen Bausätze schon auf meiner Seite erhältlich sein. Ich hatte vorher nur diese goldenen und jetzt gibt es diese Bauart, diese Sienna-Bauart auch in Silbernickel und Metall. So, als nächstes kommen die Spitzen dran. Die mache ich jetzt schon immer ganz gerne dran, damit ich einfach die Bauteile nicht mal verdrehe. Und das ist halt eben jetzt auch der klare Vorteil. Jetzt könnt ihr die Teile einfach hier reinlegen und ihr dreht einfach immer den ganzen Bausatz so ein bisschen. Und dann zentriert sich das so ein bisschen. Und ihr habt nicht die Gefahr, dass sie abknickt und das ganze Teil abbricht. Speziell bei der Spitze hier ist mir das nämlich relativ oft passiert. So kann ich jetzt die Spitze erstmal so ganz leicht reindrücken und ihr seht, die ist jetzt komplett schief. Und jetzt können wir so ein bisschen gerade richten, legen sie wieder hier in unsere Vorrichtung rein und drehen die jedes Mal so ein Stückchen und dann geht das ganz einfach. Als nächstes brauchen wir keine Halbzeuge bzw. Bauteile, denn als nächstes müssen wir oben die Triggermechanik einbauen. Da holt ihr euch am besten hier dieses Teil, da ist eine Schraubkappe drauf. Steckt es auf die Mine, steckt es in den Stift, holt euch eine dicke Feder, die kommt dann oben rein, dann noch oben das Drehteil und das schraubt er dann fest und werft am besten die ganzen Teile weg. Problem ist, wenn ihr so viele Stifte gedrechselt habt, habt ihr nämlich dieses ganze feine Zeug an den Händen, das Mehl ist das hier quasi nur noch und dann rutschen einem schnell die ganzen Dinge aus den Händen. Als nächstes kommt ein Part, den muss ich immer machen, weil ich da lieber das hier, also diese Arbeit hier in Kauf nehme, als so extrem genau zu arbeiten, weil es auch in meinen Augen nicht so gut funktioniert. Und zwar messe ich mir jetzt hier die Tiefe aus, da messe ich im Prinzip auf diese Plastikhülse, die wir am Anfang reingepresst haben. Stellen uns das hier fest und schauen dann mal, wie groß hier die Differenz ist. Und da sind hier ungefähr so ein Millimeter bis zwei, wo dieses Teil hier quasi zu lang ist und das werden wir jetzt runterschleifen. Das verhindert später einfach, dass euer ganzes Minenwerk vorne rausrutscht, beziehungsweise 2-3 mm runterrutscht und dann das Minenteil nicht genau sitzt. Hier kann man es einfach schleifen, hier einen Durchschlag, hier ranhalten, festhalten, dann kann man es vorne plan schleifen. Nochmal kurz messen, schauen wie viel weg muss. Nachdem wir die Teile dann auf die richtige Länge in etwa geschliffen haben, kann man das hier einfach so lose reinstecken, in unsere Vorrichtung reinlegen und auch verpressen. Als nächstes muss hier überall noch hier dieses Halbzeug rein, das ist dieses Plastikteil, das ist auch für die Drückermechanik wichtig und da fällt mir gerade was ein. Ich gebe da hier mittlerweile immer ganz gern ein bisschen Silikonspray drauf,
damit das in dem ganzen Werk sich leichter bewegen kann. Und da hatte ich jetzt beim letzten Mal ein paar Probleme. Die ganzen Teile, die in den Stift rein müssen, sind da jetzt drin. Jetzt können wir hier dieses Distanzstück wegholen. Und ich habe im Moment nur hier so ein einfaches Stück Holz. Vielleicht mache ich mir da auch ein extra Stück Holz. Auf jeden Fall kann ich jetzt unseren kompletten Stift holen. Ich schaue einfach, dass die Maserung in etwa übereinstimmt. Das merke ich mir. Und dann lege ich hier dieses komplette Teil auch einfach wieder hier rein. Kann es noch so ein bisschen rumdrehen, dass das passt. Halte das jetzt hier fest und muss es auch nur noch einpressen. Fertig. Ein kleinen Trick, den ihr auch anwenden könnt, den habe ich noch vergessen euch zu erzählen. Und zwar könnt ihr jetzt einfach mal eure Mine holen, steckt sie hier lose rein, drückt hier sanft dagegen und schaut, ob eure Drückermechanik funktioniert. Das tut es in dem Fall, deswegen können wir das Ding jetzt ganz entspannt zusammenbauen. Ja, ihr könnt auch nur ein Stück zusammenpressen und könnt sie dann noch richtig drehen und könnt sie danach dann komplett fertig pressen. Und fertig. Das soll es dann auch schon für heute für das Video gewesen sein. Ich sag jetzt aber noch zwei Worte zu dem Teil. Natürlich könnt ihr das Ding an der Drechselbank zusammenbauen, aber mir ist noch ein Grund eingefallen, warum das gerade mir in diesem Fall sehr, sehr viel bringen wird. Ich bin ja bald auf dem Weihnachtsmarkt am 30. November bis 1. Dezember in Saarbrücken im Schloss. Oben da, wo man auch ins Schloss reingehen kann. Und auf jeden Fall werde ich dort auch Stifte vor Ort drechseln. Und da will ich halt nicht jedes Mal für einen Stift. Denn wenn jemand kommt und möchte einen Stift, mache ich dem einen Stift. Da will ich dann nicht jedes Mal die komplette Drechselbank so ein bisschen auseinanderbauen quasi, damit ich die dann an der Drechselbank zusammenspannen bzw. zusammenpressen kann. Da will ich halt einfach das fertig gedrechselte Zeug hier reinschmeißen auf gut Deutsch und will es dann einfach zusammenpressen. Und dafür habe ich jetzt hier eine eigene Vorrichtung. Die funktioniert richtig gut, ich bin richtig happy damit. Und ich denke, die wird euch auch sehr viel Freude bereiten, auch wenn ihr nicht so viele Stifte baut. Geiles Teil. Das wollte ich damit nur noch kurz sagen, damit ihr wisst, warum ich mir so viele Vorrichtungen baue. Die haben schon ihren Grund. Und mir ist auch zum Beispiel aufgefallen, wenn ihr zum Beispiel die Stifte bohrt, ist ja hier diese Vorrichtung ganz praktisch. Und wenn ihr die dann plan fräst, mit hier so einem Planfräser, dann könnt ihr die Rohlinge auch nochmal schnell hier reinschmeißen und könnt sie schnell planfräsen. So, das soll es jetzt aber auch gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.